Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Und heute ist der letzte Tag vom Staub-Event. Endlich! Heute Abend geht er zu Ende, 21 Uhr. Wir sind wahrscheinlich davor noch ein bisschen live. Aber für mich war es das erstmal. Ich denke nicht, dass ich hier irgendwie großartig noch farmen gehe. Deswegen Stopp, Stillstand, Zwischenstand, Abschluss, Fazit, was auch immer. Ich habe 2,5 Millionen jetzt ungefähr, ein bisschen aufgerundet. 2.446.543 Staub. Ich habe mit 900.000 irgendwas angefangen. Also um die 1,5 Millionen gemacht. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel Staub ihr gemacht habt. Aber jetzt endlich kann ich wieder erstmal dieses Smog anfangen. Wir nehmen jeden Staub noch mit. Ein bisschen Staub werde ich noch machen. Also jetzt am Abend dann beim Livestream Modul zünden. Also nicht Modul, Rauch zünden und dann Sternstück und dann noch die ganzen Quests abholen. Für doppelt bzw. dreieinhalbfachen Staub. Aber so, erstmal Smog on. So. Aber jetzt, wo das Event vorbei ist, kann ich endlich ein paar Sachen wieder pushen. Wir sind unter die eine Mille gesunken, gefallen, weil wir in letzter Zeit so viel gepusht haben. Und machen wir direkt weiter mit dem Pushen. Darauf habe ich mich jetzt die ganze Woche gefreut. Also so die ersten drei Tage, ich war richtig motiviert, richtig krass gefarmt. Und dann so die letzten vier Tage nicht mehr so motiviert, hatte ich eigentlich keinen Bock mehr zu farmen. Aber ich hatte ja natürlich ein großes Ziel im Auge. Yeah. Das ist relativ low. Erstmal IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Der wird natürlich gepusht, weil es gab ja ein Event, Mini-Event, Ingress Prime Special, wo dann Tragos und Punita shiny rausgekommen sind. Dementsprechend werden Tragos und Punita auf Max gepusht. Pinsir gab es ja, aber den habe ich ja schon längst auf Max gepusht. Und dann jetzt, warte, was kam noch? Ah ja, C-Day, Vollgiggle. Check nochmal das Video ab. Blende ich hier irgendwo ein. Check das Video nochmal ab. Das war ja sechsfach Staub. Das war auch krass. Und da wird auf jeden Fall noch Tornupta auf Max gepusht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch unten in die Kommentare noch ein paar Sachen schreiben. Schaue ich mir mal durch, vielleicht pushe ich demnächst davon was. Aber Staub-Event geht heute Abend vorbei. Geht heute Abend zu Ende, ist heute Abend vorbei. Grammatikalisch richtig so. Und ich denke nicht, dass heute Abend noch ein neues Event angekündigt wird. Das Entwicklungsevent steht ja vor der Tür. Die nächste Welle ist von Gen 4, sind ja die Entwicklungen. Aber Niantic hat jetzt auch angekündigt. Am Freitag kommt Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu raus. Folgt mir auf Twitch, Link ist unten in der Beschreibung. Da werde ich anfangen zu streamen und dann Wiederholungen, Highlights, irgendwie sowas natürlich auf YouTube für euch. Aber dazu, zur Veröffentlichung des Spiels, wird es ein Event geben. Ich weiß nicht, ob es ein Kanto-Event wieder wird, weil wir hatten ja vor kurzem erst ein Kanto-Event. Es wird auf jeden Fall ein Event geben dazu und dann. Deswegen denke ich nicht, dass heute Abend direkt ein anderes Event angekündigt wird. Alola Knogger werde ich nicht pushen. Ich habe einen 96er, theoretisch würde ich den maxen, aber erstens habe ich noch vor, ein paar zu machen. Zweitens kommt, glaube ich, eine Alola Special Push Edition, wo ich alle Alolan Pokémon dann maxen werde. Eine Kleinigkeit für alle meine Lucky Sammler. Lucky und Shiny. Wenn du jetzt einen Lucky oder Shiny Knogger hast, und ich mache mir ja noch einen Shiny Knogger, dann wird auch Alola Knogger im Pokédex abgedeckt. Dann wird er auch als Lucky und Shiny angezeigt, obwohl du nur den normalen als Lucky oder Shiny hast. Kann man ein bisschen cheaten, so muss man halt nicht unbedingt einen Shiny Alola Knogger jetzt bekommen. Weil wenn du ein normales Shiny Knogger hast, dann wird im Pokédex auch die Alola Version als Shiny angekündigt. Angezeigt, nicht angekündigt. Naja, mir fällt mir nicht ein zum Thema Knogger. Pushen wir den noch schnell. Was heißt schnell, Alter? Wir pushen schon Ewigkeiten. Und das, wir sind erst so weit. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Shiny Tragosso ihr gefangen habt und Ponita. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt ist er gleich Max. Überraschend. Wobei, nicht überraschend, aber ziemlich low. Letzter Push. 16,91. 100% Max Knogger. Alles klar. Dann, ihr seht es am Namen, nur 96, ich habe kein 100er Galopper. Habe ich nie irgendwo erwischt und dann, ja, nein. Die 100er Zeiten sind vorbei. 96er, nicht mal 98er, aber wen juckt's? Schauen wir mal, ich weiß gar nicht mal mehr die
KP und Attack 15, aber der dritte Wert leider nur 16 dementsprechend. Von 2017 noch. Los geht's. So. Ja, hat gerade 200.000, 240.000 ungefähr gekostet für Knoga. Schon heftig. Dasselbe wahrscheinlich für Galoppo, so um den Dreh herum. Und dann sind wir auch direkt wieder unter 2 Millionen. Einfach schön pushen. Das hat ja ein Einhorn, das ist mir nie aufgefallen. Shinies werde ich morgen entwickeln. Da mache ich nochmal ein kurzes, schnelles Update zu allen meinen Shinies und allen Shinies, die es momentan im Spiel gibt. Also schaut da vorbei und dann entwickeln wir Dragosso Shiny und Punita Shiny. Und Raupi Shiny. Wir haben ja in letzter Zeit eine Menge neue Shinies bekommen. Da wird auf jeden Fall ein Update notwendig. Also Galoppo kommt wenigstens über 2000. Und das sogar easy. Bin gespannt, was die Max-WP von Galoppo ist. Natürlich wird mal ein Video kommen, wo ich alle meine Gemaxten zeigen werde. Ich überlege mir nur noch wie. Und natürlich will ich das eigentlich erst zeigen, wenn alles fertig ist. Und nicht so lückenhaft. Also ich werde auf jeden Fall, wenn Gen 1 fertig gemaxt ist, werde ich euch alle von Gen 1 zeigen zum Beispiel. So hatte ich mir das gedacht. Weil viele fragen, hey Honk, zeig mal alle deine Gemaxten und sowas. Oder alle deine 100er, dies, das. Also jetzt seht ihr ja, Galoppa fehlt zum Beispiel. Aber das mit den IVs ist ja jetzt ohne Map E sowieso tot. Zum Beispiel Gen 4 habe ich vor, einfach alle als Lucky einmal zu maxen. Spart natürlich auch eine Menge Staub. Um genau zu sein, einfach die Hälfte. So. 2-2-3-3. Nicht 100% Galoppa Max. Unser letzter Kandidat. Typlosion auf Englisch, Mann. Krasser Name. Das ist der vom C-Day. Bester Satz. KP, Attack, Defense 15. Für euch, Leute. Für euch. Da habe ich noch den. Der ist aber grottenschlecht. Einfach nur, weil das shiny ist. Wird natürlich nicht gemaxt. Aber hier. Kandidat Nummer 3. Power Up auf jeden Fall. Auch da könnt ihr nochmal das Video abchecken. Und dann natürlich unten in die Kommentare schreiben, wie euer folgendes C-Day so war. Und gestern habe ich ein Video hochgeladen bezüglich des C-Days von Dezember. Eine mögliche Theorie ist, dass Jubiläum ist und dann einfach alle C-Days nochmal kommen werden. Ist eine verrückte Theorie. Wir werden sehen, ob es stimmt. Naja, ich weiß nicht so genau. Mich persönlich würde es freuen. Aber wie gesagt, checkt das Video ab und eure Meinung dann nochmal unten in die Kommentare. Und Tornupto ziemlich schlecht, aber egal, ein wenigstens. Und natürlich, übernächster C-Day Januar ist dann Kanimani dran, beziehungsweise Impagato. Und das machen wir auch gleich, denn das ist das Letzte, was wir erstmal pushen. Wie gesagt, ihr könnt unten in die Kommentare ein paar Vorschläge machen. Vielleicht pushe ich dann noch ein paar Sachen, jetzt mit dem extra Staub, aber an sich pushen wir ja immer nur für Events, die Event-Pokémon. Deswegen schauen wir mal, was das nächste Event sein wird. Aber das war's mit Tornupto. Knapp unter 2,7. 2,686. Die 3,9 gemaxten Pokémon. Galoppa, leider nicht 100. Knogga und Tornupto. Das war's von mir, Leute. Genießt noch das Event. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie viel Staub ihr dieses Event gemacht habt. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.